Seit 10 Jahren veranstalten wir hier beim ADAC Fahrsicherheitstrainings für Jugendliche. Vor 10 Jahren hatten wir die höchste Unfallzahl im Saarland mit jungen Fahrern. Das hat sich verbessert. In diesen 10 Jahren um 27% sind die Unfallzahlen zurückgegangen. Das reicht uns aber noch nicht. Wir arbeiten weiter. Jeden Tag, außer in den Ferien, kommen Jugendliche zu uns von Berufsschulen. Wir beginnen mit einem Slalomparcours auf unterschiedlich griffigen Fahrbahnen. Wir bauen diesen Parcours auf und die Jugendlichen sollen 3 Erprobungsrunden fahren um die Pylonen herum. Und die Pylonen sollen sie behandeln, als wären es Bäume, Gegenverkehr, Menschen, die man leiden kann. Und in diesen Erprobungsrunden fahren die Jugendlichen und verlieren sehr schnell die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug übersteuert, bricht aus und rutscht seitlich gegen so einen Pylon. Und dann versuchen wir ihnen klarzumachen, der Pylon, das ist jetzt der Baum. Und das wäre bei einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 km/h auf der Landstraße ein tödlicher Unfall. Und wenn dann anstatt nur Fahrer auch noch Mitfahrer drinnen sitzen, haben wir wieder 4 bis 5 tödliche Jugendliche. Ich versuche zu moderieren, warum ist das jetzt passiert? In die Hauptgründe, ruckartiges Lenken, falsche Blickführung, das heißt, wenn ich einen Baum anschaue, dann treffe ich ihn auch. Das ist selektiver Anziehungspunkt unserer Augen, wo ich hinschaue, dann fahre ich auch hin. Dann dieses ruckartige Lenken. Die meisten fahren immer mit einer Hand und wenn dann etwas Unerwartetes geschieht, reißen sie das Lenkrad rum. Und das ist dann meistens Baum oder Gegenverkehr. Nach einer Einstellung, Sitzposition, Erklärung, Blickführung fahren die Jugendlichen dann nochmal einzeln in diesem Parcours und siehe da, das Fahrzeug bleibt schön in der Spur. Es sei denn, sie fangen wieder an, in ihre ursprüngliche Position zu gehen, beziehungsweise die Reifen sind schlecht. Und hier spüren wir auch oder merken wir, dass Jugendliche sehr gerne die schlechteren Reifen auf die Hinterachse machen, aber Hinterachse ist die führende Achse und durch dieses Erproben und Erfahren spüren sie, dass das Fahrzeug dann sehr schnell hinten ausbricht. Also dieses Bewusstmachen, schau richtig, lenk sachte, nimm die Hände an die Lenkung, wie die Uhrzeiger 14:45 zeigen und achte darauf, dass du eine gute Bereifung hast. Dann geht's weiter mit Bremsen. Bremsen griffige Fahrbahn, Bremsen rutschige Fahrbahn, das entspricht ungefähr nassen Blättern oder Raureif. Durch Wasser können wir die Fläche auch runterbringen, Haftung wird in Mü gemessen auf 0,1, das wäre dann schon Schneeglatteis. Also Bremsen ist etwas ganz Wichtiges, das müssen die Jugendlichen lernen, erfahren und zwar bei uns auf dem ADAC-Übungsgelände und nicht draußen in der Verkehrswirklichkeit. Dann die Frage an 24 Jugendliche, kannst du in einer Kurve bremsen? Daraufhin antworten ja so um die 18, 20 Jugendliche, das geht überhaupt nicht. Und nach der Erprobung, boah, das hat ja super funktioniert. Dann aber nochmal die Gefahr hineinbringen, wenn ich dann eine rutschige Fahrbahn im Kurvenbereich habe, dann geht das Ganze wieder in diesen Bereich, wo wir am Anfang den Slalom-Parcours gefahren haben. Und da sollen die Jugendlichen auch erfahren, was mache ich denn in dem Moment? Bremse ich? Nehme ich Gas weg? Viele denken auch, in so einem Moment muss ich Gas geben, dann zieht sich das Fahrzeug wieder gerade. Aber da brauche ich viel, viel Platz. Und wenn ich das an der falschen Stelle mache, ist das Übersteuern wieder da. Machen wir kurz Einstellung der Sitzposition. Ja. Jetzt beide Hände einmal hier, einmal da. Und dann ist hier eine Biegung drin, ein Winkel drinnen, sodass ich beim Lenken hier den Arm ausgestreckt habe, aber dann auch seitlichen Halt habe. Und beim Aufprall, wenn einer kommt, kann ich die Arme nicht ausstrecken, will die Arme auch nicht brechen, da ist eine Federwirkung. Ja. Gut, Kopfstütze abschließen, Kopf. Und beim Angurten immer drauf achten. Ja, am besten die Jacke auf. Jacke zumindest mal auf. Ja. So,
dann Beckengurt ganz bewusst einmal festziehen. Genau. Und den Schultergurt immer über Schlüsselbein. Und Katharina, ich habe Angst. Also Katharina, Sie merken, wenn Sie den Pylon anschauen, das könnte ja draußen der Baum sein, dann trifft man den auch. Immer dorthin schauen, wo man selbst hinfahren möchte, nicht dorthin schauen, wo das Fahrzeug hin möchte. Jetzt mal voll auf die Bremse gehen und in die Lücke schauen. Ah, ich habe das Ding angeguckt. Das wegnehmen. Halt. Und das wäre wieder der Baum gewesen. In der Eröffnungsphase, wir machen eine Eröffnungsrunde, nehmen die Jugendlichen das als Spaß auf, denken, hier haben sie jetzt Action und ich habe mal einen Unfall draußen gebaut, ich bin mal von der Fahrbahn abgekommen. Das ging gut und einige brüsten sich da auch mit. Und dann sieht man, am Ende machen wir eine Abschlussrunde, dass doch einige sehr nachdenklich sind.